Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatut, beim Clan Herausforderer. Ja, die letzten Infos jetzt hier nochmal vor dem Community Clan oder vor der Community Clan Eröffnung. Also, ihr habt das ja jetzt schon mitbekommen. Ich habe jetzt 2 Tage beim Sky so ein bisschen als Co-Mod mitgearbeitet und habe halt so ein bisschen mitkommentiert. Und ich muss sagen, gerade diese Folgen im Livestream sind, ich bin da dankbar für, also dass ich da so ein bisschen mitwirken kann. Und freue mich auch über die Bereicherung unserer Channel. Also ich sage ganz bewusst unserer Channel, denn der Sky ist ja ein ganz, ganz lieber und so ein total ehrlicher YouTuber hier. Und das freut mich am meisten. Und wir sind relativ stark auf einer Wellenlänge. Also deswegen nochmal so die letzten Infos. Ich hatte ja gesagt, ich mache diesen Community-Clan hier auf. Das heißt, der Clan hier, die Herausforderer, wird am Samstag auch circa gegen 15 Uhr eröffnet und wir haben natürlich harte Konkurrenz. Also wer hier reinkommt, ich weiß noch nicht, was wir spielen werden, denn es hat sich ja der Cloud Nano Clan auch angeboten für ein Friendly CK gegen Skylife COC. Ist auch absolut in Ordnung, finde ich auch gut. Und ich denke, wir lassen denen auch erstmal den Vortritt, aber ich bin hier natürlich auch in diesem Clan drin. Und habe jetzt auch schon mal die Beschreibung hier geändert. Also das ist der Community Clan Toto Clash. Öffnung am 17. gegen 15 Uhr. Bitte alle Helden, wenn es geht, am Start haben. Außerdem solltet ihr natürlich nicht CK gesperrt sein. Außerdem eine Menge Spaß mitgebracht werden. Ja, es muss natürlich, hier steht der Spaßfaktor ganz, ganz oben. Also mit Kämpfen. 3 Sternern, 2 Sternern. Wir wollen hier Spaß haben, ja? Wir wollen hier Spaß haben in schönen Friendlies oder ich lasse diesen Clan vielleicht auch noch 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage offen, um mit euch hier vielleicht spielen wir doch ein CK. Ich kann es halt noch nicht sagen und ich kann auch nicht versprechen, dass an dem Abend ein Friendly CK stattfindet, denn für mich ist natürlich unheimlich viel Stress, muss ich sagen. Ich bin erst beim Sky mit im Stream als Co-Mod, bin dort mit dem Thorsten im Clan und mache diesen Clan gleichzeitig auf. Aber ich habe hier ein paar Vize drin, die sind eingewiesen, die wissen, was sie zu tun haben. Vertraut denen und macht, ich will nicht sagen, macht, was sie sagen, aber ihr wisst schon selber, was ich meine. Ja, passt euch ein bisschen hier an und vor allen Dingen haltet euch zurück. Ich habe hier Damenunterstützung, ja, also mit irgendwelchen blöden Sprüchen oder so, ne? Hut ab hier, ich habe die Ultraviolet vom Clan True Warriors 1 hier mit drin, ab morgen Nachmittag und die wird euch auch derbe hier was erzählen, was hier geht, was hier nicht geht. Also die Kommunikation passt hier mal wieder, freut mich auch unheimlich und wir holen hier jetzt aber erstmal einen rein, denn der Toto hier, der wird hier den CK nicht mitspielen, ich lasse ihn erstmal drin. Falls der Clan nicht voll wird, denn der kann CK mitspielen, er ist Clan Level oder er ist ja Level 3, kann also CKs mitspielen, weil er eine CK-Burg hat und ihr seht das gerade, ich rushe den aber gerade auf 4, das hat einfach den Hintergrund, dann kann ich hier auch endlich mal rüber schippern und dann laden wir erstmal den ein, den wir eigentlich einladen wollen. Jetzt muss ich mal schauen, Community, Spieler suchen, ja, und ihr seht das hier. 2 Spieler haben mich hier auch schon gefunden und ich hatte ja extra eigentlich darum gebeten, nehmt diesen Spieler nicht als Kürzel, denn der geht hier raus. Aber wir suchen hier jetzt erstmal einen Spieler, der hier reinkommt von mir. Es ist der G-U-R-R-J-P-J-C. Den Spieler suchen wir. Mal gucken, ob er frei ist. Jo, es ist der Avatar, also mein zweiter. Ich hätte fast gesagt Mainchar. Das ist also einer meiner ersten hohen RH9er hier. Und wir laden ihn hier einfach mal ein. Dann sieht er es auch im Postkasten. Und ich denke mal, er acceptet hier auch. Jawohl, jetzt ist er hier drin. Und ich werde ihn auch hier erstmal zum Co-Leader machen. Wenn er denn hier sich bewährt und mir endlich mal Truppen spendet, dann werde ich ihn vielleicht auch zum Anführer machen, also ich fliege dann raus. Der
Avatar ist dann hier der Anführer. Also ich bin mit bei euch. Ich weiß, dass ich es ein bisschen einfacher habe im Stream als der Sky. Ich moderiere so natürlich so ein bisschen mit, spiele ein bisschen mit, halte alles ein bisschen im Blick, in den Augen und gucke auch, dass das hier relativ gut läuft. Aber mal gucken. Ach, nur Max-Truppen, okay. Die Forderung ist abgelaufen. Das ist natürlich doof. Dann soll er hier mal Truppen spenden und okay, sie werden nicht ganz maxed, denn die zwei Riesen hier werden leider nur Level 6, denn wir haben hier noch keinen Aufstieg. Also auch wenn ihr hier reinkommt, hier muss man Geduld haben, denn wir haben hier ja einen Level 1 Clan oder Level 0 Clan. Ist es Level 1 oder Level 0? Der Clan ist eigentlich Level, ja, er ist Level 1 und wir haben hier keine Goodies. Also hier geht keine Truppe hoch oder was auch immer. Also hier wurden mir jetzt gerade zwei Riesen Level 6 gespendet mit den Bogies. Oh, ist das ja absolut in Ordnung hier. Und vielen Dank nochmal Avatar, der sicherlich jetzt auch etwas fordert. Ich schau mal, also dann habt ihr mal so einen Vorgeschmack, wie das eigentlich hier morgen abläuft. Ich fordere mal Luftgift, ist ganz egal. Ja, Luftgift habe ich nicht und deswegen spende ich ihm erstmal 5 Riesen hier an der Stelle, die sind Level 1, das macht mir nichts. Das macht mir nichts, mit denen greife ich in jedem Fall an. Und ich hoffe aber einfach nur, dass ich hier an der Stelle auch so ein paar Angriffe mit euch machen kann. Ich zeige euch ein paar Angriffe. Das, was ich auch immer noch nicht weiß, ich muss mal eben ein bisschen was umstöpseln. Ja, so ist das richtig. So. Was ich immer noch nicht weiß ist, wir können ja mal angreifen, ist, wie wir hier in diesem Community-Clan verfahren, also ob wir ein Friendly-CW schaffen oder ob wir vielleicht ein bisschen mehr schaffen, vielleicht auch Clan kriegen. Ich bin mit dem Avatar jetzt im Moment nicht so verhaftet. Der hat zwar nicht beide Helden, aber ich glaube, ich werde sie gemmen. Also wer hier in den Clan möchte, ja, zwei Helden wäre nett. Wir wollen ein bisschen was reißen und deswegen schaut einfach rein, wenn wir die Clans hier öffnen. Und der erste Stream wird ja beim Sky stattfinden ab 15 Uhr. Ich bin auch ab 15 Uhr da, mache diesen Clan auch auf. Aber letztendlich müssen es ja irgendwo meine Vize erstmal so ein bisschen regeln. Denn ich bin natürlich erstmal da so ein bisschen verhaftet. Gucke mal, dass wir dort ein bisschen was ans Laufen kriegen. Und ja, ich hätte fast gesagt, dann wird das irgendwo schon. So ein geordnetes Chaos oder auch nicht. Ihr habt das heute Abend im Stream gesehen. Bei der Farm-Folge bin ich ja auch kurzfristig reingekommen. Der Sky ist auch immer ein guter. Ja, der erwischt mich dann ausgerechnet in meinen Apfelsaft-Discount und schreibt mir 5 Minuten bevor sein Stream beginnt, hast du Lust zu co-moderieren? Das finde ich, ja, sicher habe ich Lust, klar. Aber wenn ich natürlich nicht da bin, dann geht's nicht. Aber es hat ja trotzdem noch geklappt und hat mich auch gefreut. War auch richtig was los. Ich hoffe, morgen Abend, also wenn ihr dieses Video seht, heute Abend, ist nochmal so ein bisschen mehr los hier, denn das wird hier eine total coole Clash of Clans, ja, Community-Geschichte mit euch, für euch, je nachdem, aus welcher Sicht man das letztendlich auch sieht. Und ich freue mich hier total. Wir haben beide so ein bisschen Zeit, auch mal dafür, das an so einem frühen Nachmittag zu machen, ist ja für mich ganz, ganz unüblich. Und ich hänge danach ja auch noch einen Stream dran. Also, ob ich das dann nach Sky mache oder weit nach Sky mache, nee, die Riesen, die nehme ich jetzt mal nicht. Das weiß ich noch gar nicht, denn das entwickelt sich erstmal aus der Laune. Ich werde meinen Stream planen, das werdet ihr heute auch sehen. Und ihr werdet auch heute was ganz anderes von mir sehen. Mal so richtig so ganz abseits clasht. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Und ich schaue jetzt mal, dass ich auf den Avatar hier springen kann. Ich gucke mal, ob das schon aktiv ist. Ja, wir sind auf dem Avatar. Hurra! Wir sind auf dem Avatar-Account. Und hier bin ich nämlich auf der Elgato auf meinem Mobile-Device. Und wir sehen hier, ja, ein bisschen Truppen. Wir haben hier ein bisschen was zusammen. Der King braucht noch einen Tag und
Wie lange brauchen wir noch? Da müssen wir mal rein. Ein Tag, 21 Stunden. Also, wenn es hier knallt, dann ist der vorgegammt. Ihr seht das, ich habe 6.225 Juwelen. Bräuchte jetzt 372 zum Finishen auf Level 28. Und wenn wir morgen oder heute Abend starten hier, dann brauche ich um die 200 ein paar kaputte. Ich behalte immer noch nette Gems hier über und würde sagen, wir gucken einfach nochmal, ob wir hier nicht einen netten Gegner finden. Mit so ein bisschen dunklen, ja, ich muss ja noch 29.30 liegt noch vor mir für den King hier. Und ist nicht ganz so einfach, nur mit Queen. Aber mit Queen Walk, mit den Drachen, ist das eine gute Kombi hier. Also ist mal auch ein bisschen was abseits der Kombis, die man eigentlich so kennt zum Farmen. Und liegt natürlich daran, dass ich hier extrem viel ausgeben kann, was Elixier angeht, dunkles Elixier angeht. Denn ich brauche nur noch das Dunkle, deswegen kann ich auch ein bisschen Dunkles verschwenden. Aber ihr seht hier unten in der Armee ist nicht viel Dunkles drin. Ja, da ist nicht viel Dunkles drin und der hier hat 3132. Und mit dieser Base kann ich den, also sorry, Jukro 12, ich kann dich hier nicht stehen lassen. Tut mir leid, da muss ich einfach ran hier. Denn diese vielen Ressourcen hier auf so einer Farmbase, das ist ja eine Farmbase hier, die kann ich nicht stehen lassen. Ja, das muss weg. Das Zeug muss weg hier. Was hatte ich hier in der Clanburg? Riesen. Ja, dann nehmen wir mal die Riesen. Die sollen mir mal hier die Mauer aufmachen, während meine Queen ja fast stirbt hier. Mann. Okay, weil mir die Mauerbrecher verreckt sind. Macht aber nichts. Wir wollen ja ein bisschen Luftabwehr hier wegsnaggeln. Und wir haben Luftruppen an Start. Das liegt noch aus meinem anderen Clan, in dem ich war. Denn das war der Clan The Newbies. Also auch da bin ich sehr, sehr gerne mit meinem RH9. Denn das Gefüge passt total. Und deswegen hänge ich da. Ja, ich hänge da einfach gerne ab. Besuche aber auch wieder andere Clans. Das wisst ihr, dass ich an der Stelle auch solche Folgen mache. Also ich besuche euch, drehe ein nettes Video ab. Wie auch immer, wie wir es halt hinbekommen. Ja, manchmal gut, manchmal schlecht, manchmal muss ich schnell weg. Also habt ein bisschen Geduld mit mir und ich muss aber auch gerade ein bisschen Geduld hier mit mir haben und den Riesen, die auf mich zustürmen. Kriege ich eigentlich noch eine Luftabwehr? Ich würde sagen, wir blitzen die hier hinten weg, denn wir kriegen unter Umständen noch eine Luftabwehr mehr zerstört. Ich gehe hier unten jetzt mal mit meinen Drachen über Eck rein und mit den Loons hier. Mal sehen, ja, das sieht ganz gut aus. Die Queen ist nämlich da oben noch schon mal am X-Bogen machen. Und deswegen glaube ich, dass wir hier noch die zweite Luftabwehr, die haben wir geschafft, okay. Dann nehme ich mal hier unten jetzt auch den Wutzauber für die Drachen und für die Loons, dass wir die Ecke hier wegkriegen, denn irgendeiner muss ja jetzt mal auch in die Mitte gehen. Ah, die Queen macht's, okay. Die Queen holt mir das Dunkle hier raus und durch die vielen Fallen sind mir natürlich jetzt ein paar Drachen gestorben, die Loons sowieso. Aber wir haben hier, glaube ich, fast das komplette Dunkle weggeholt. Da ist noch der Bohrer, den nehmen wir jetzt noch mit. Ja. Super, also es klappt auch in so Level 0 oder 1 Clans, ja, das Farmen hier. Und damit haben wir hier den Kollegen Juro 12 auf 0 gefarmt, was zumindest das Dunkle angeht. Mit 8000 voll hier Elex und Gold interessiert mich im Moment überhaupt nicht. Also gute Sache hier, ich denke, die können wir nochmal nehmen. Die Armee, die ist zum Farmen gar nicht schlecht, was kostet die eigentlich? 160 Dunkles nur. Also auch hier wieder in Anknüpfung an meine vorherige Folge, wo wir ja Dunkles gefarmt haben mit dem RH9. Sehr günstig. Das ist auch eine günstige Armee. Ich zeige nur nicht sehr oft Queen Walks, denn die ziehen sich ja doch so ein bisschen und das baue ich immer mal wieder ein in meine Accounts hier. Aber ich blende euch nochmal den Tag ein. Ich bin ja jetzt hier Vize. Das ist RVV2CUV8, also das Kürzel könnt ihr euch wegschreiben für morgen Abend. Ich freue mich total auf die Streams, auf die Live-Angriffe,
auf den Community-Clan, was wir auch immer machen. Also ich kann euch nicht versprechen, dass wir gegen Sky hier ein FC hinbekommen. Vielleicht bekommen wir es hin. Ihr müsst halt nur mit der Masse hier reinkommen, die auch wirklich kriegsfähig sind. RH 11, 10, 9, 8, 7, 6 würde ich sagen. Das ist so, das ist auch so meine Community, glaube ich. Und ich freue mich auf euch. Ich hoffe, ihr freut euch auf uns, auf mich, auf uns YouTuber, die hier die Fahne ganz, ganz hoch halten. Hoffe ich mal für euch. Ich habe das heute Abend im Stream mitbekommen. Auch da nochmal vielen, vielen lieben Dank. Es ist ja unüblich, dass ich in einem anderen Stream überhaupt Tribut gezollt bekomme. Also so nach dem Motto, hey Toto, bist ja auch am Start und super. Die beiden besten YouTuber im Clash of Clans Bereich sind hier zusammen dabei. Das ist natürlich, ja, das sind tolle Aussagen, die Kommentare. Vielen lieben Dank. Wir schnappen die auf, verarbeiten die und fühlen uns natürlich gut dabei, dass wir euch mit unserem Content so ein bisschen begeistern können. Und ich denke, ich hoffe, ich sehe die Masse von euch oder auch Neulinge hier. Würde mich natürlich super freuen. Heute Abend in unseren Streams. Also erstmal ist der Sky dran und irgendwann hänge ich dann dran. Wie das Ganze laufen wird, das wird sicherlich ganz, ganz dynamisch sein. Also bleibt ruhig dran. Wird sicherlich eine späte, eine lange Clash-Nacht. Lasst euch überraschen. Bis dahin, euer Toto. Clash.